Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Caper Europe. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Caper Europe. Ja, in diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es wie gewohnt auch das Fazit. Vorab ein paar Infos zu dem Spiel vom Autor Unai Rubio, erschienen bei Feuerland in einer deutschen Version. Und ja, das Spiel, das gab es doch schon einmal. Ja, 2017 bzw. 2018, da gibt es glaube ich auch ein Video damals von der Messe, weil da gab es das Spiel bei Jumbo. Aber jetzt natürlich nicht in dieser Version, weil das Ganze wurde jetzt nach all den Jahren ein bisschen verfeinert. Auch was das Insert angeht, das eine oder andere blende ich im Verlauf des Videos ein, dann seht ihr es. Also da hat man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr rausgeholt. Ob sich das gelohnt hat und so weiter, das verrate ich euch natürlich im Verlauf des Videos, weil das Spiel ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ein Spiel, wo laut Verpackung 25 bis 35 Minuten geht. Dazu später mehr im Fazit. Altersangabe ist ab 10. Ja, spricht also für ein etwas anspruchsvolleres Zwei-Personen-Spiel. Aber ich zeig's euch und dann hoffentlich wisst ihr Bescheid, kommt mit dem Spiel klar, beziehungsweise wisst überhaupt, ob das Spiel, je nachdem, was für euch ist. Weil wir gehen hier ungewohnt von der Grafik aus meiner Sicht auf Diebestour. Auf Diebestour in unterschiedlichen Städten und zwar gemeinsam. Wobei, gemeinsam schon, aber wir sind dann plötzlich an gleicher Ort und Stelle. Wir versuchen also besser sein als unser Mitspieler oder Mitspielerin, die uns gegenüber sitzt. Und deswegen habe ich es auch schon mal so platziert von der Kameraeinstellung. Ja, das ein oder andere Bild blende ich euch ein. Dann wisst ihr aber auf jeden Fall Bescheid. Weil wie gesagt, dieser Plan, dieser recht große Plan, so muss man schon sagen, der liegt dann vor euch. Eine Person sitzt sich hierhin, die andere Person auf die andere Seite. Das seht ihr ja hier auch schon in der Auslage. Und ansonsten ist die Vorbereitung auch schnell erledigt. Das ist wie gesagt ausklappbar. Die Münzen legt ihr hier auf die Seite. Die einzelnen Marker, die platziert ihr hier in die Mitte. Auch diese werden zufällig platziert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's denn hin? Und das habe ich jetzt nur nicht vorbereitet, weil ich es euch unbedingt zeigen wollte, auch was dieses Inlay dann angeht, weil das ist wirklich klasse gemacht. Hier seht ihr das, also da hat wirklich alles seinen Platz, so ein Game Tray Insert, also das ist top, muss man wirklich sagen. Und jetzt ist die Frage, wohin geht ihr? Ihr habt also vier Möglichkeiten, da zu agieren und achtet vor eurem ersten Spiel je nachdem auf die Sternchen, weil das ist auch der Schwierigkeitsgrad. Leicht ist beispielsweise jetzt hier Paris, das heißt, ich nehme diese Karten raus. Die anderen lasse ich drin und jetzt ist folgendermaßen, ihr seht hier auch schon die Auslage, das heißt diese Karten, die Karte zeigt nochmal an, die Besonderheit hier bei diesem Deck, die kommen jetzt quasi zu diesen Stapeln dazu, das heißt hier dazu und hier, die habe ich schon zufällig platziert, hier kommen die auch dazu, aber für das Spiel benötigt ihr nur drei Orte, wo ihr dann agiert. Das heißt, alles wird gut gemischt und dadurch ist das Spiel unglaublich variabel, weil es kommen immer wieder neue Konstellationen, immer wieder neue Karten hinzu. Und da spielt er erst einmal eine Weile mit Paris, bis ihr überhaupt alles gesehen habt. Und dann könnt ihr immer noch sagen, so jetzt nehmen wir mal Karten aus dem anderen Bereich. Sind quasi gleich, so könnte man sagen, gleich drei kleine Erweiterungen dabei. Vier, aber ist ja, ja quasi variabel von der Gestaltung. Aber da steckt schon einiges drin in dieser Box. Den Spielplan habe ich, wie gesagt, aufgebaut. Den Wertungsblock, den benötigt ihr erst am Schluss. Das ist gut gemacht. Das mag ich immer sowas. Solche Spielhilfen sind super, weil der wird auch schon gezeigt, um was es geht in diesem Spiel, weil wir gehen ja auf Diebestour und wir wollen natürlich den Marker auf unsere Seite ziehen, um von diesem Bonus, von dieser Karte zu profitieren. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch solche Steinchen abgreifen bei dem jeweiligen Ort, die in Kombination, das heißt, je nachdem, wie viele ihr habt, unterschiedliche Sorten, auch nochmal extra Punkte bringen. Und dann gibt es natürlich auch die Karten, damit habe ich schon fast alles erschlagen, auch was die Bedingungen angeht, die Karten, die ich ausspiele, die ich auslege, die geben natürlich auch nochmal Punkte. Und deswegen gibt es so zwei Übersichten, jeder bekommt also seine Übersicht und dann kommt ihr auch sofort klar. Das heißt, Spielhilfen, Gaunermarker, die habe ich hier platziert. Der Rundenanzeiger ist auch eine tolle Idee, ich finde es auch richtig gut, also sind viele tolle Elemente, die mich wirklich begeistern bei diesem Spiel. Der Rundenanzeiger wird hier auch draufgelegt, wie gesagt, das Diebesgut liegt zu
zufällig aus. Und dann natürlich dürfen nicht fehlen die Orte. Das sind die drei Orte. Wie gesagt, je nach Einstellung ist mir nur wichtig von den Abläufen, dass das klar ist. Das sind quasi die drei Orte. Dann haben wir die Diebe. Die bilden einen Stapel zusammen, natürlich mit diesem Deck, was ihr dann auswählt. Das müsst ihr auch integrieren, weil die Karten, die gehen am Schluss auf. Die sind dann weg. Dann wisst ihr auch, ob ihr alles richtig gemacht habt. Und auf der anderen Seite liegen natürlich noch die Ausrüstungskarten. Da ist auf jeden Fall einiges geboten. So, und dann würde ich sagen, wir steigen ein, wir fangen an und ihr seht ja auch hier, wie läuft das Ganze ab. Und das ist super, weil hier zeigt man an, dass jede Person 4 Karten bekommt. Das heißt, die Karten werden natürlich gut gemischt, wie gesagt, mit den anderen, mit Paris beispielsweise. Das heißt, 4 Karten hier, 4 Karten hier, den Rest lege ich zurück. Und wer beginnt die Runde? Das wird auch durch den Pfeil angezeigt. Das heißt, diese Person hier auf der Seite beginnt quasi zu spielen. Man nimmt also seine Karten auf die Hand, schaut sie sich an und seinem Zug spielt man eine Karte aus. Vom Prinzip ist es wirklich sehr einfach und die Anleitung, die ist sehr, sehr ausführlich, liefert sehr viele Details. Also das solltet ihr auf jeden Fall mit klarkommen, auch wenn ich jetzt hier vielleicht das eine oder andere ein bisschen kürzer darstelle. Aber ihr habt am Anfang sozusagen die 4 Karten vor euch. Und jetzt verwendet ihr einfach eine Karte und legt die eine Karte an einen Ort. Ihr habt hier die Möglichkeit, hier an 3 Orten zu legen. Und jeder Ort ist mit Pfeil. Ich kann es also hier hinlegen, hier hinlegen, hier hinlegen. Spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass hier 3 Personen maximal liegen dürfen. Hier sind es auch 3 Personen, hier sind es auch 3 Personen. Ich könnte es jetzt einfach hier ausspielen. Dann bekomme ich sogar noch einen Bonus. Das sind die Münzen. Da gibt es eine kleine Besonderheit, was die Münzen angeht. Da muss man dann schauen, sind sie vergriffen oder kann man da welche nehmen. Dann hängt es dann auch von Mitspieler ab. Da schaut einfach mal in das Beispiel dann rein, sofern diese Konstellation zum Tragen kommt. Eher selten. Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht ausführlich erwähnen. Aber wichtig, das zeigt, was man bekommt. Und hier seht ihr auch die Maske. Das heißt, dieser Marker, der bewegt sich jetzt ein Feld zu mir. Weil die Marker, die sitzen ja am Anfang alle auf dieser mittleren Position. Der schiebt sich hier rüber und ihr merkt, wenn er am Schluss da steht, dann bekommt er auch nochmal ein Pünktchen oder 2 Punkte. Das heißt, diese Karte spiele ich aus und gehe dem Marker ein Feld weiter. Da bin ich beispielsweise dran. Man muss ja auch die Reihenfolge beachten. Ich schaue natürlich auch meine Karten dann an und spiele beispielsweise eine Karte aus. Die könnte ich jetzt zum Beispiel auch hier hinlegen. Spielt keine Rolle. Ich benehme dann auch wieder Geld. Wie gesagt, hier bekommt die Person 3 Geld, hier bekomme ich 1 Geld. Und das sind auch Bedingungen, die am Ende nochmal Punkte abwerfen. Weil das bedeutet, eine beliebige Karte und eine rote Karte bringt am Schluss 3 Punkte. Sofern ich sie natürlich hier ausgespielt habe. Das heißt, hier in diesem Bereich, wo ich agiere. Also so schwer ist es nicht. Jetzt habe ich noch 3 Karten auf der Hand. Mitspieler, Mitspielerin auch. Und was passiert? Man tauscht natürlich die Karten aus. Die werden weitergegeben. Und von diesen Karten wähle ich wieder eine aus, spiele die aus und so weiter. Das führt ihr immer weiter. Und dann habt ihr quasi diesen Bereich abgeschlossen und dann gehen wir schon zum nächsten Punkt. Das heißt, jetzt geht es um die Ausrüstungsgegenstände. 6 Karten bekommt wieder jede Person. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, die anderen wurden ausgespielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier nehme ich meine Karten und da der Pfeil zu mir zeigt, was mache ich? Ich wähle wieder eine der Karten dann aus und lege sie dann an. Nicht schwer, das heißt, ich kann die jetzt gleich natürlich zu einer Position legen, wo ich schon einen Dieb habe, der bekommt quasi jetzt zusätzliche Ausrüstung, mit der er agieren kann, wie zum Beispiel diesen Flammenwerfer, ganz zufällig, um eine Karte meines Mitspielers, eine Ausrüstungskarte abzufackeln, es sei denn, er ist geschützt. Aber es gibt überschaubare Symbole, so viel sind es nicht. Ansonsten separat erklärt, je nach Deck, also nicht schwer reinzukommen. Aber so verliert ihr je nachdem auch wieder eine Ausrüstungskarte. Ob das jetzt viel bringt, sei dahingestellt. Die kostet übrigens auch 2 Münzen. Deswegen am Anfang bekommt ihr immer Geld. Aber dann müsst ihr natürlich für eure Ausrüstungskarten wieder Karten abwerfen. Und denkt an die Farbe. Hier ist es natürlich eine rote Farbe. Ah, ist natürlich perfekt, die gleich hier auszuspielen. Sofern es sich natürlich hier lohnt auf der anderen Seite. Manche sind wie gesagt mit Kosten verbunden, manche nicht. Aber auch hier, wie gesagt, bezahle ich 1, bekomme sogar hier 4 Münzen. Aber da müsst ihr natürlich schauen, will ich auch den Marker schieben? Spiele ich so eine Karte aus, um den Marker wieder auf meine Seite zu ziehen? Aber auch hier in dieser Phase eine Karte ausspielen, wieder weitergeben. Ich bekomme die anderen Karten und ihr spielt wieder eine Karte aus. Nicht so schwer. Und dann sind wir schon wieder in dem dritten Bereich. Das heißt, auch hier bekommt man wieder 3 Karten von diesem Deck. Jeder bekommt 3 Karten und so weiter. Und das spielt ihr, bis ihr am unteren Ende angelangt seid, alle Karten ausgespielt habt. Und dann macht ihr das, wie ich am Anfang erwähnt habe. Das heißt, ihr schaut dann einfach nach, bringen eure Kartenpunkte, bringen die Markerpunkte, beziehungsweise ihr orientiert euch einfach am Wertungsblock, weil da steht alles dabei.
Er rechnet das zusammen, unterschätzt übrigens nicht das Diebesgut. Also hier nochmal ein bisschen besser, was die Darstellung angeht. War mir jetzt auch nochmal wichtig, das nochmal euch zu zeigen, weil wenn man gerade so eine Übersicht hat, dann bietet es sich hier an. Also hier seht ihr, wie gesagt, die einzelnen Marker, das Diebesgut, für was ihr Punkte bekommt. Je nachdem die Konstellation. Natürlich hier die Punkte auf der unteren Seite. Und das wollte ich nämlich erwähnen, das war mir auch ganz wichtig. Achtet auf die Karten. Weil die Karten, wie jetzt hier beispielsweise, wo ich jetzt ausgespielt habe, die bringen auch nochmal kräftig, heftig viele Punkte. Ich habe eine Partie erlebt gegen meinen Sohn, das hat richtig Spaß gemacht, auch mal hier mal sehr viele Punkte zu agieren, weil er ja richtig gut ist in dem Spiel. Wenn man gewisse Kartenkonstellationen hat und die ausspielt und dem anderen Mitspieler immer die Karten dann zuschusst, dann sage ich natürlich Dankeschön und habe ich viele blaue Karten, bekomme viele Punkte, bekomme dann wieder eine Punktekarte, wo mir blau wieder Punkte bringt und habe da in einem Bereich sehr viel. Wow, dann lassen sich sehr viele Punkte machen und das darf man nicht unterschätzen, weil dann verschafft man sich schon durchaus einen Vorteil bzw. einen Nachteil für den Mitspieler, der mir dann solche Karten weitergibt. Das heißt, das sind durchaus auch wichtige Punkte. Wie gesagt, ihr zählt alles zusammen und der oder diejenige dann mit den meisten Punkten hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Caper Europe. Unai Rubio ist der Autor, Verlag ist Feuerland. Und ursprünglich, das Spiel kannte ich quasi schon, gab es das Spiel im Jahr 2017, 2018. Bei Jumbo gab es auch schon das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich. Ich glaube, es gibt sogar ein Video, wo ich damals auf der Messe gemacht habe, wo ich euch das Spiel präsentiert habe. Aber man hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausgeholt aus diesem Spiel. Es sind noch ein paar Elemente ergänzt worden. Man hat auch, muss ich wirklich sagen, was jetzt dieses Inlay angeht, da hat man wirklich einiges ergänzt und das ist natürlich immer Game Trace, das ist natürlich immer top und das ist schon fast Standard, den ich erwarte bei Feuerland, weil da bekommt man wirklich alles. Eine Top-Anleitung, auch von der Qualität, es ist alles klar, von der Symbolik etc., da kommt ihr sofort mit klar, ihr könnt sofort losspielen. Also wie gesagt, man hat aus der Ausgabe von Jumbo von damaligen Zeitpunkten ein Stückchen mehr rausgeholt und ich muss wirklich sagen, die Arbeit hat sich gelohnt, weil es ist wirklich ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Und das muss ich wirklich deutlich sagen, auch wenn jetzt mich die Grafik vom Cover nicht auf den ersten Blick anspricht, aber spielt man das, mag Zwei-Personen-Spiele, auch mit einigen taktischen Finessen, das macht richtig Laune. Wenn ihr ähnlicher oder anderer Meinung seid, ihr seid wie gesagt immer herzlich eingeladen zu kommentieren, aber diese Überarbeitung war es auf jeden Fall wert und ist ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel im Jahrgang, könnte man sagen, 2023, weil das macht uns sehr viel Spaß, gesellt sich auch hier zu den Top-Zwei-Personen-Spiele. Da habe ich euch auch schon in der Vergangenheit einiges präsentiert. Was auch das Plus-Spiel oder der Pluspunkt bei diesem Spiel ist, es ist sehr variabel, weil es gilt, vier verschiedene Orte hier zu integrieren, also nur einen Ort und jede Partie ist anders. Ihr könnt mit einem Ort 10, 20 Mal spielen. Ihr habt jedes Mal eine andere Konstellation. Nehmt ihr den nächsten Ort. Das Anspruchsniveau erhöht sich leicht. Wird mit Sternen übrigens dann angezeigt. Dann sind noch zwei, drei Elemente dabei. Aber dann habt ihr nochmal locker 10, 20 Partien, wo ihr immer wieder unterschiedlich agiert. Und jetzt rechnet es mal hoch, wie lange ihr Spaß habt mit diesem Spiel. Sofern man natürlich die Art und Weise, die Spielweise dann mag. Mit der Grafik komme ich nicht zurecht. Geschmäcker sind verschieden. Ist auch absolut in Ordnung. Ist bei Spielen ja genauso. Aber mittlerweile muss ich sagen, ausgehend vom Cover, das Cover gefällt mir nicht, von den Karten, von der Auslage, damit komme ich super mit klar. Die Karte natürlich, die haben, sind von der Qualität wirklich top, man kriegt sie aber, die sind schon richtig eng, ich weiß es nicht, aber ich denke, man bekommt sie, falls ihr Sleeves habt, die bekommt man mit Sleeves, glaube ich, nicht mehr in dieses Inlay dann mit rein. Das als kleine Information, aber es gibt wenige Spiele, doch einige gibt es, wo mir dann solche Sleeves da nutzen, solche Hüllen für die Karten, aber hier bei diesem Spiel denke ich jetzt nicht der Fall. Wer andere Ansicht ist, Erfahrung gemacht hat, wie gesagt, auch hier dürft ihr kommentieren. Es geht auch recht schnell, 25, 30 Minuten spielt ihr, wir spielen selten eine Partie, wir spielen meistens gleich zwei, drei Partien, das ist schon fast ein abendfüllendes Spiel oder nachmittagfüllend, weil wenn man da mal drin ist, ey, jetzt will ich eine Revanche, jetzt möchte ich nochmal eine Revanche und der Block, der reicht auch völlig aus, teilweise notieren wir es separat oder rechnen so durch, das funktioniert auch, aber das geht richtig flott und meistens gibt es immer wieder eine Revanche, also deswegen 30 Minuten pro Partie, aber ein gewisser Suchtfaktor, Wiederspielreiz ist da auf jeden Fall gegeben, es können also durchaus weitere Partien folgen. 10 Jahre steht hier dabei und zwar, also spricht ein für etwas anspruchsvolleres Spiel. So wie ich es jetzt euch erklärt habe, merkt ihr,
Es ist nicht schwer. Es sind noch ein paar Symbole, ein paar kleine Besonderheiten, aber ansonsten in der Anleitung super beschrieben, damit kommt ihr klar. Das lernt ihr spielerisch, das Ganze. Probiert einfach mal das eine oder andere Element, sammelt das, achtet natürlich auf die Karten, aber ich kann nicht auf alles achten. Ich kann nicht schauen, dass hier beide, alle drei Marke auf meiner Seite sind. Ich muss einfach agieren. Okay, dann habe ich zumindest mal zwei Bereiche für mich, um hier Punkte abzugreifen. Alles kann man in diesem Spiel nicht. Ihr könnt nicht an drei Orten euer Diebesgut an euch holen. Das funktioniert nicht. Aber ihr müsst schauen, wie effektiv ihr spielt, wo es sich denn für euch dann lohnt. Denn das ist durchaus ein bisschen knifflig und deswegen denke ich mal auch die Altersangabe ab 10 Jahre, nicht nur ab 8 Jahre, weil sonst vielleicht das eine oder andere ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, aufgrund der Infos wisst ihr schon, ob das was für euch ist. Gegebenenfalls für Jüngere, denke ich, könnt ihr es auf jeden Fall abschätzen. Wie gesagt, meine Kinder spielen sehr viel. Mein Sohn spielt es wahnsinnig gerne, dieses Zwei-Personen-Spiel zum aktuellen Zeitpunkt. Da war er auch total geflasht und nach wie vor spielen wir es seit Wochen, Monate gerne. Und deswegen wurde es jetzt auch endlich Zeit, euch das Ganze in einem Video vorzustellen. Vielleicht greift er eine oder andere zu. Wie gesagt, ein tolles Spiel. Feuerland mal wieder der Verlag. Ja, da habe ich euch schon in Vergangenheit viele Spiele vorgestellt. Archinova lässt grüßen. Die haben ein buntes Programm auf Flügelschlag etc. Also da lohnt sich es auf jeden Fall immer ein Blick, was Spiele und Neuheiten angeht. Also da wurde ich in der letzten Zeit doch wenig enttäuscht. Aber Geschmäcker sind, wie gesagt, bei Spielen sehr unterschiedlich. Das hier gefällt mir richtig gut. Wo bekommt ihr es? Je nachdem, seid ihr auf diversen Messen, das seht ihr auf Feuerland. Oder ihr schaut beim Händler. Die haben sicherlich auch das eine oder andere Spiel vor Ort. Oder gegebenenfalls über die unten genannten Links. Ja, da unterstützt ihr uns beispielsweise immer automatisch. Das zu den wichtigen Informationen von Caper Europe. Wieder mal eine ganz klare Zwei-Personen-Spielempfehlung für euch. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.